Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon seht, bin ich in meinem Gewächshaus. Ich habe die letzten Monate mitbekommen, dass mein Dach von meinem Gewächshaus nicht wirklich vernünftig abläuft. Ich habe einen ganz kleinen Mini-Fehler zumindest erkannt, dass das Wasser nicht richtig abläuft, weil ich das Dach nicht zu schräg genug gebaut habe. Aber es ist nicht schlimm. Ich werde jetzt das Dach, einmal das Plexiglas oben, einmal abnehmen. Das wäre kein Thema. Ich nehme das einmal komplett runter. Dann werde ich das Gerüst hier ein Stück höher setzen, dass das Gefälle döller ist. Und dann habe ich noch ein Problem, das hat genau an dieser Stelle ganz doll reingeregnet. Ja, das weiß ich leider nicht, warum es ist. Das werde ich jetzt die nächsten Minuten sehen, wenn ich das alles abgenommen habe und einmal hochgesetzt habe. Hierzu werde ich euch jetzt mal mitnehmen, wie ich das alles abbaue und wieder in Ursprung, wie ihr das kennt, wieder zurücksetze. Dann lasst uns mal anfangen. Ich habe schon mal einen Teil angefangen. Hier habe ich das bisschen schon abgenommen. Wie ihr seht, tropft das hier ordentlich schon runter. Aber das ist nicht genug. Kann man das gut erkennen? Hier entsteht, wie ihr seht, hier ist Nässe. Also, ja, ich würde mal sagen Staunässe. Das Wasser läuft nicht richtig ab. Deswegen mache ich das jetzt. Und dass das vernünftig in der Regenrinne, die da draußen ist, richtig vernünftig reinläuft. Deswegen werde ich das jetzt ein Stück hochsetzen und dann habe ich Ruhe. Ja, da werde ich jetzt mal auf meine Leiter gehen und das Dach stückweise weiter abnehmen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt eine Platte runter, aber mir ist ein richtig krasses Malheur passiert. Ein schönes, dickes Loch ist mir entstanden. Toll, 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 toll. Das war eigentlich nicht mein Plan, dass ich jetzt das hier kaputt mache. Ich wollte eigentlich nur die Platten abnehmen. Ach Mann. Wie ihr seht, was ich jetzt meine am Dach, schaut mal selber hier. Hier ist total die Staunässe. So, wie ihr schaut, das Dach ist jetzt runter. Ich werde jetzt hier sind 100er Schrauben, habe ich reingeschraubt. Hier auch. Hier und hier. Und das werde ich dann genau in diese Position lösen. Und das geht dann hoch. Weil ich habe gedacht, der Winkel reicht, aber reicht doch nicht. Auf welchen Standpunkt bin ich jetzt? Also, ich habe jetzt ein Balken quer raufgelegt und oben noch einen raufgelegt. Also ich denke mal, das ist jetzt ziemlich schräg. Kann man auch jetzt an das rote Holz jetzt sehen von außen.
alles dumm gelaufen, würde ich sagen. Ne? Die ganze Zeit hat sich hier oben auf dem Dach Staunässe entstanden, Pfützen und hast nicht gesehen. Ich habe gedacht, die ein bisschen schräge in Handumdrehen habe ich sie jetzt wieder fertig und dann ist gut. Ja, bei der nächsten Geschichte werde ich das Gefälle mal berücksichtigen. Ist halt doof. Und jetzt, ich habe hier noch ein bisschen Plexiglas dran gelassen. Jetzt läuft es auch vernünftig ab. Naja. Jeder lernt aus seiner Dummheit oder aus seinen Fehlern. So, meine Lieben, jetzt bin ich im Baumarkt. Ich werde mir jetzt Federnutholz für mein Gewächshaus noch holen. Mal gucken, was für ein Holz. Das meiste ist ja, so wie ihr selber seht, Profilholz, Fichte, Tanne. Das ist das billigste, preiswerteste. Und dann kann man ja hier ist ja dann Douglasie oder Lärche. Aber Fichte und Tanne ist für den normalen Autonormalverbraucher preiswert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber durch die Corona-Krise sind die Holzpreise so explodiert, nach oben geknallt, dass so ein Paket Holz, wie ihr das hier gerade seht, einfach viel zu teuer schon geworden ist. Ne? Ja, ich habe mich jetzt für ein Holz entschieden. Das ist einmal dieses Kiefernholz, ist das jetzt hier. Ja, wir können ja, das Schild ist ein bisschen eingebaut worden. Zum Beispiel hier ist jetzt, das ist jetzt das Douglasienholz. Das kaufe ich jetzt nicht. Ne? Ist jetzt keine, ich wollte euch das mal kurz zeigen. Das ist die Verpackung. Dieser Packung hier, ne? Kostet 39,92. Und das hier, 32,99, ist der Quadratmeter. Ne? Wie das jetzt genau richtig umgerechnet wurde, wie die das so rechnen, habe ich auch ein ganz großes Fragezeichen. Manchmal stehe ich auch davor, wie kann das denn so und so sein? Keine Ahnung, kann ich euch leider nicht sagen. Jedenfalls, ich habe jetzt mir von dieses Kiefernholz, habe ich mir jetzt entschieden. Definitiv von das Gewächshaus, wo ich jetzt einen kleinen Baufehler entdeckt habe, dass mit das Wasser abläuft, wird definitiv ein Zweiteiler kommen. Wie viele Minuten das wird, kann ich euch nicht sagen, aber es wird ein Zweiteiler kommen. Sonst wird das in der Länge einfach viel zu doll der Rahmen sprengen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder bei den nächsten Materialien, die ich jetzt hole. So, nun habe ich jetzt mir so eine Dachschrauben mit so einer Gummikappe. Meine sind, die ich abgeschraubt habe, meine sind kaputt gegangen, weil ich hatte vorher, so eine Unterlegscheibe runter. Die sind aber, ja, spröde geworden und ja, ich wollte ein bisschen recyceln, aber es hat leider nicht so funktioniert, dass es dann her wie eine Tropfsteinhöhle geworden ist. Aber ist nicht schlimm, jeder lernt aus seinen Fehlern. Ich habe aus meinen Fehlern auch gelernt. Mich ärgert das nur, dass ich die Dachschräge nicht so gemacht habe und anstatt so. Ach, das ist ärgerlich. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Ja, ich nehme die jetzt mit. Da sind ca. 100 Stück drin. Das reicht. Ja. 2-3 Meter Balken mitnehmen, weil die brauche ich. Ja, ganz ehrlich, warum mache ich das? Guckt mal selber. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Da ist ein richtiger Pilzbogen drin. Wie gesagt, ist ein kleiner Tipp. Haltet die Latte oder Balken, wie auch immer, mal so hin. Dreht sie und dann seht ihr selber. Das würde ich nicht kaufen. Ist nur ein guter Tipp. Die ist super. Eine brauche ich noch. Oh, guckt euch das mal an. Das ist heftig.
Am besten macht ein Auge zu und guckt genau da drauf. Und dann seht ihr das ganz gut. Ich habe jetzt nur eine Brille auf, ich sehe es ein kleines bisschen klarer, aber die geht auch. Und das kann man mit jedes, ich sag mal, Latte, Brett oder Schalenbrett. Ich nehme mal jetzt so ein Schalenbrett. Ob jetzt hier ein Blissbogen drin ist, weiß ich nicht. Aber das kann man genau. Oh, hier ist auch einer dran. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ganz unten ist er. Ist nur ein guter Tipp. Packt die Latte oder Brett oder Schalenbrett so hin, macht ein Auge zu und guckt drauf. Da macht ihr nichts falsch, gar nichts falsch, weil ihr müsst keinen Schrott kaufen. Für so einen teuren Preis muss man es nicht tun. Ne? Gut, jetzt sehen wir uns beim Gewächshaus wieder. Bis dahin. So, nun bin ich jetzt bei meinem Gewächshaus angekommen. Schaut mal selber. Ich habe hier meine Balken, die ich gekauft habe, schon mal hingepackt. Ich habe oben schon mal ein bisschen mehr befestigt. Wie werde ich das jetzt machen? Ich packe jetzt hier noch welche oben rauf, dass die Schräge noch mehr wird. Ist halt, wie gesagt, dumm gelaufen. Hätte man vorher drauf kommen müssen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, bleibt dran. Bis dahin sage ich Ahoi, sagt der Seemann. Nein, nein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.